Yo, servus Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal und ja, heute neues Gameplay-Commentary, Jungs. Im Hintergrund ist eine Double Nuclear. Das ist hier auf Multiteam, es ist Multiteam-Stellung auf Standoff gewesen mit der Ska in einer übelst geilen Lobby, Jungs. Ja, ein Kollege hat hier einen Triple Nuclear Fail, er ist hier drei oder zwei vor der Triple gestorben. Er hatte zum Schluss 104 Kills, also richtig krank. Also die Lobby war wirklich nice, es war nur ein Eisabfucker drin, das war ein Franzose. Also der war auch eigentlich relativ schlecht. Der hat sogar mit Shotgun gespielt. Ich weiß nicht, der war richtig schlecht. Aber naja, ist auch scheißegal, Jungs. Auf jeden Fall das Gameplay, ne? Also ist wirklich recht nice, man. Aus meiner Sicht ist es jetzt nicht ganz so krass, aber aus seiner Sicht, ne? Oh mein Gott, ihr solltet das sehen. Aber naja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon eine Weile kein Commentary mehr gebracht. Und ja, ganz ehrlich, das ist einfach nur der Grund, weil in letzter Zeit ich relativ viel Liga suchte und keine Ahnung ist. Jetzt haben wir auch Ferien, jetzt wird auf jeden Fall wieder mehr kommen, das verspreche ich euch. Ja, Profi war ja auch dabei, auf jeden Fall. Und ja, ganz ehrlich, Jungs, Liga macht in letzter Zeit so Bock. Ich bin jetzt Platin Rang 1. Ja, zock eigentlich, also ich zock auf jeden Fall Solo. Ist einfach nur richtig nice, wie ich manchmal das Game einfach nur so Bock macht. Ich weiß nicht, wenn ihr selber Liga zockt, dann kennt ihr das, wenn zum Beispiel ein Stellungsmatch richtig knapp wird zum Schluss. Das ist einfach nur so geil, ne? Wenn ihr das Spiel mit 2-3 Punkten Vorsprung gewinnt, ne? Das ist so ein geiles Gefühl. Wenn ihr es mit 2 Punkten zurück dann verliert, ne? Das ist richtig schlimm. Also ich werf mir da immer selber irgendwie was vor. Hätte ich doch den da gekillt oder hätte ich doch da besser gemacht. So, das ist bei mir immer so. Aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich habe jetzt locker 2 bis 3 Wochen kein Public mehr gespielt, nicht eine Runde. Ich habe auf meinem Account jetzt knappen Tag in Spielzeit und habe noch keine einzige Medaille, sprich ich habe noch nicht eine Runde Public gespielt. Only Liga, ich steige leider nicht Master auf, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall, naja, ist auf jeden Fall richtig geil, auch wenn ich nicht aufsteige. Ich denke mal, ich werde spätestens die nächste Season aufsteigen. Vielleicht auch noch diese, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bockt Liga einfach in letzter Zeit so, ne? Das ist. Ich werde jetzt auch in den Ferien dem nächsten Team machen. Mal schauen, mit 3 Kollegen eben. Bin ich noch weiß ich noch nicht mit wem. Wird auf jeden Fall bestimmt auch geil. Vielleicht schaffen wir da Master. Ich glaube, mit Team haben mir viele gesagt, das ist auf jeden Fall leichter als Solo. Aber ich denke mal, Solo-Rang-Master werde ich auch noch erreichen. Und auf jeden Fall haben mir 2 oder so in die Kommentare geschrieben, dass sie gerne mal Liga sehen werden. Ich werde heute oder morgen auch ein Live-Commentary aufnehmen. Nur, da sollte ich eben halt auch gut spielen dann. Ich sprich, kein scheiß Stats oder so haben. Und auf jeden Fall sollten wir auch gewinnen. Also ich denke mal, heute Abend oder vielleicht auch morgen werde ich dann ein passendes Live-Commentary recorden eben und dann auch die nächsten Tage hochladen. Wird bestimmt auch geil. Hier im Hintergrund, ne, das war zum Schluss müsste ich es mal reinziehen. Es war richtig lustige Szene, ne? Ich war da so blind, Mann, und wie ich sterbe und von wem übrigens. Ja, das habe ich schon gespoilert. Ihr denkt, ihr könnt es euch jetzt eigentlich so wahrscheinlich denken, von wem ich gestorben bin, aber ist auch egal. Auf jeden Fall jetzt wieder auf Liga zu sprechen. Auch, ich weiß nicht, es macht einfach in letzter Zeit so Bock. Es kommt einfach. Also Public kommt einfach nicht an Liga ran, sozusagen. Ist einfach nur. Ihr müsst es euch so sehen. Keine Ahnung, ich muss dazu noch sagen, in Liga, da lernt ihr auch was gegen bessere Spieler. Ey, Jungs, ihr werdet echt besser, Mann. Ich will echt nicht wissen, wie kranke Gameplays die manchen Liga-Spieler erspielen könnten. Ne, ich hab schon so gegen solche krassen Spieler gespielt. Ich will nicht wissen, was die für Gameplays und Publicer spielen könnten in Multiteam-Lobbys. Und wenn ich so Liga spiele, da frage ich mich manchmal wirklich, wie ich in solchen Multiteam-Lobbys eigentlich sterben kann, Jungs. Die Gegner sind sowas von bad. Die sind einfach nur Anfänger, die einfach nur das Spiel das dritte, vierte Mal spielen oder so. Ich verstehe nicht, wie man da sterben kann, aber es passiert eben trotzdem immer im Game. Wie gesagt, ich habe schon so lange kein Public mehr gespielt. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt die Tage wieder Public spielen, weil eben ich nicht mehr viele Gameplays habe. Ich habe jetzt noch 3-4 Gameplays, die ansehenswert sind, die eben okay sind, die mal, wo ich es sagen kann, okay, die kann ich hochladen. Das sind jetzt auch nicht die krassesten, aber sie sind okay. Ein, zwei krasse sind noch dabei. Das Double Nuclear Gameplay ist ja eigentlich ehrlich gesagt auch okay. Aber naja, Jungs, ist auch hier im Hintergrund übrigens mit der Standard-Schwitzer-Klasse erspielt. Ganz einfach. Die Perks brauche ich jetzt auch nicht mehr sagen.
auf jeden Fall, wie gesagt, Jungs, probiert wirklich Liga zu zocken. Es bockt einfach nur unnormal, ne? Also ist wirklich richtig krank, wie Liga Spaß macht. Wie gesagt, die Tage werde ich jetzt mal wieder public anrühren. Falls mir das gar keinen Bock macht, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Dann werde ich einfach ein paar Kollegen fragen nach Gast-Gameplays, aber ich weiß nicht. Ich bin so ein Spieler, der spielt eigentlich nur das, was mir Bock macht. Ich weiß nicht, kann das nicht jetzt für YouTube irgendwie was zu erspielen? Das ist, bin ich nicht so einer, weil wenn ich keinen Bock habe auf Public, dann kann ich auch nichts erspielen. Also ich, vielleicht wisst ihr, wie ich es meine. Wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, für YouTube soll ich jetzt ein Sniper-Gameplay erspielen. Angenommen, keine Ahnung, irgendwas mit einer Ballista, zum Beispiel ein Feed oder so. Sag mal, ich soll ein Feed mit der Ballista erspielen. Ich kann das dann nicht. Wenn ich keinen Bock auf eine Waffe oder auf einen Modi habe, dann schaffe ich da auch nichts. Also, vielleicht ist das bei euch auch so. Auf jeden Fall, in der letzter Zeit habe ich auf Public einfach gar keinen Bock. Ne, auch selbst wenn ich manchmal solche Lobbys sehe bei YouTube-Videos, da habe ich irgendwie gar keinen Bock auf sowas, weil, keine Ahnung, Mann. Aber naja, ich werde jetzt auf jeden Fall die Tage erstmal wieder probieren. Vielleicht schaffe ich ja was. Vielleicht komme ich dann auch wieder ein bisschen rein. Vielleicht macht es mir dann auch wieder ein bisschen mehr Bock. Auf jeden Fall heute Abend erstmal Liga recorden und dann die Tage mal morgens mal die Multiteam-Lobbys abchecken. Vielleicht geht da was. Aber naja, mal schauen. Wie gesagt, das war es jetzt auch wieder vom Commentary. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Jungs. Im Hintergrund werde ich jetzt noch einen Beat oder so hinterlegen. Mal schauen, Jungs. Mal schauen, was ich so hab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, haut rein und ciao. All American. First team, bitch. Yeah. I got a fake ID and a checklist. It goes, never meet a girl on Craigslist. And never spend your money on a necklace. 3 square meals, homie, gotta have breakfast. Real shit, she be paying for the date. I be on my Will Smith, enemy estate. Keep my friends close, keep my enemies away. Like they on repellent, they so jealous. I'ma do shit to just piss them off. Say you never heard me, it's yo lost. They biting on my freestyles. They tell me make my money frontin' on that weed style. I tell them I be too old for it. And I gave my brother my ID. She independent, bet these bitches never find me. I hope they don't find him though. Cause they be knocking on my door, now they looking through my window. Tell me what you really want from me. Point blank, no discussion. Close mouth, ow. I'll give it to you, no interruption. And tell me one time that you want me. I promise that I won't say nothing. Shut it up, shut it up. I'll give it to you, no interruption. In your home, oh. On the phone, on the phone. All alone, I'll give it to you, no interruption. In your house, oh. On the couch, name the time and the place and the function. I'll give it to you, no interruption. Talking money, I don't really give a F, man. I got power like a motherfucking X-Man. Married to the game, but I'd rather be the best man. You be on the same shit all day, S-Pen. Brand new kicks while you shopping at a Payless. Do it on my first take, skipping all the Payless. See me, you could be me, but I end up on the A-list. I'm chilling with Rihanna in the KKK, mans. I'm just kidding, I'm a white kid. Hi, kids. Anderson Silva, I hit him with the high kicks. Never been really, you nothing but a sidekick. Oh, you want my space? That used to be my shit. So who's killing the game? Who's the culprit? I be working like I'm Anders Home Vic. Now I got a bunch of new friends and they all rich. Got blazers. What you really want from me? Point blank, no discussion. Close mouth, ow. I'll give it to you, no interruption. And tell me one time that you want me. I promise that I won't say nothing. Shut it up, shut it up. I'll give it to you, no interruption. In your home, oh. On the phone, on the phone.